Was genau ist der Hauptunterschied zwischen einem Unternehmer und einem Solo-Selbstständigen? Und die viel wichtige Frage ist, wer wird in Krisen besser durchkommen? Das wird heute die Aufgabe von mir sein, dir das aufzuzeigen und zum Schluss noch ein paar Tipps mitzugeben, wie du dich sofort zum Unternehmer oder noch besserem Unternehmer entwickeln kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und ich leite nicht nur ein Team über 40 Berater, die bundesweit über Videokonferenzen beraten, sondern ich habe selbst auch viele Unternehmen gegründet. Und zwar erst als Angestellter zum Solo-Selbstständigen und dann später zum Unternehmer. Und die Erkenntnisse und die Unterschiede kann ich dir deshalb aus der Praxis auch für die Praxis weitergeben. Der Selbstständige guckt hauptsächlich darauf, dass seine eigenen betrieblichen Kosten gedeckt sind, dass dann alle Steuern bezahlt werden und dass er von den Überschüssen gewinnen kann. Er ist also sehr realistisch unterwegs und muss materiell darauf achten, dass er überlebt. Der Unternehmer jedoch hat weitaus größere Ziele, als nur sich selbst am Leben zu halten, seinen eigenen Arbeitsplatz abzusichern. Er hat große Visionen, wo er Tausende von Menschen wie Bill Gates auf den Weg nimmt, zum Beispiel, um in jedem Haushalt, in jedem Büro einen Computer hinzustellen. Der Unternehmer ist auch nicht materialistisch hauptsächlich eingestellt, sondern immateriell. Denn er weiß, er braucht eine Vision, er braucht Mission, er braucht Werte, er braucht eine Unternehmenskultur, wo viele Menschen, und zwar die besten Menschen, sich auch Lust haben, anzuschließen. Und der Unternehmer denkt nicht zuallererst daran, dass er Geld sich aus der Firma nehmen kann. Ganz im Gegenteil. Er ist entweder über Monate oder Jahre bereit, auf sein eigenes Gehalt zu verzichten oder investiert alles, was er an Rücklagen hat, nimmt vielleicht sogar noch Schulden und Darlehen auf, wofür er persönlich haftet, damit in erster Linie das Team versorgt ist, die Kunden ihre Produkte bekommen, in der Hoffnung, dass eines Tages auch das Feedback kommt, dass die Schulden getilgt werden und dass er sich auch sein Traumgehalt zahlen kann. Aber selbst dann ist der Unternehmer jemand, der eher aus diesen Geldern ein zweites und ein drittes Unternehmen aufbaut. Der Solo-Selbstständige achtet also darauf, dass er täglich seinen Fisch auf den Tisch bekommt, dass er und seine Familie davon leben können. Und der Unternehmer achtet darauf, dass er möglichst große Projekte und nach Wahlen Ausschau hält, von denen alle leben können. 100, 500, 1000, 10.000 Menschen im Team gemeinsam hier ein sinnvolles Projekt an Land ziehen können. Was kannst du nun tun, damit du selbst diesen Sprung vom Solo-Selbstständigen zum Unternehmer schaffst? Die erste Aufgabe ist, denke größer. Denke nicht nur an deinen kleinen Fisch, der auf den Tisch muss, damit du was zu essen hast, sondern denke daran, was die anderen Menschen brauchen, was ihr gemeinsam schaffen könnt an Projekten. So wie Bill Gates, dass diese großen Computermaschinen klein wären, dass sich jeder einen leisten kann. So wie Henry Ford, der gesagt hat, ein einzelnes Auto ist viel zu teuer, aber in der Fließbandproduktion kann jeder sich eines Tages ein Auto leisten, auch du. Der zweite Punkt, an dem du arbeiten kannst, ist deine Vorbildfunktion. Denn erst wenn du selbst motiviert bist, dann kannst du andere motivieren. Erst wenn du selbst zuverlässig bist, wirst du zuverlässige Menschen auch anziehen und dein Team hineinbekommen und auch behalten. Erst wenn du dir Gedanken machst über deine Seriosität, über deine Reputation, dass die Menschen gut über dich reden, erst dann werden sich auch wirklich gute Menschen sich dir anschließen wollen. Und achte auf, dass du bei allem, was du tust, auch anziehend bist, attraktiv bist. Dass du also darauf achtest, dass du deine Zähne putzt, dass du ein angenehmes äußeres Erscheinungsbild hast, dass Menschen gerne in deiner Gegenwart sind und vielleicht auch ein Stück weit so werden wollen, wie du es dann bist. Der dritte Punkt, was du jetzt sofort machen kannst, ist, sich um andere zu kümmern. Dir also Zeit zu nehmen, dich immer wieder mit diesen Menschen in Verbindung setzen, sie anzurufen, sich für sie zu interessieren und vor allen Dingen zuzuhören, wie es ihnen geht und zu hören, wo es Probleme gibt, wo du Teil der Lösung sein kannst. Investiere also jede Woche, jeden Tag Zeit in andere Menschen, um diesen Menschen auch dabei zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Denn dann wissen die Menschen Folgendes. Denn du hast damit dann anderen Menschen gezeigt, dass du dich für sie interessierst. Und hier gibt es einen wichtigen Grundsatz in der Führung, in der sozialen Interaktion, dass du Menschen so lange egal bist, bis du ihnen gezeigt hast, dass sie dir nicht egal sind. Das heißt, Menschen schließen sich dir nur an, wenn sie wissen, dass du dich tatsächlich für sie auch interessierst. Zusammengefasst ist also der Unternehmer so etwas wie vor Hunderten oder Tausenden von Jahren oder heute noch in den Urvölkern der Häuptling. Der Häuptling ist nicht jemand, der sich bedienen lässt. Im schlimmsten Fall ist so der Häuptling jemand, der sich für den Stamm auch opfert, sein Leben riskiert, damit das Unternehmen, damit der Stamm überleben kann. Ich lade dich also ein wenig weiter über den Tellerrand zu schauen, nicht nur zu gucken, was du alleine für Probleme lösen kannst, sondern was du mit einem Team gemeinsam für noch größere Probleme lösen kannst. Also wie du die Wale in der Wirtschaft, das heißt die gesellschaftlichen Probleme so lösen kannst, dass am besten die anderen Menschen dir noch so viel Geld bezahlen, dass alle davon leben können. Dann hast du ein Unternehmen errichtet.
Wenn du nun selbst überlegst, dein Unternehmen zu errichten oder den Wechsel erfolgreich zu gestalten vom Solo-Selbstständigen zum Unternehmer, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben über 40 Berater, die dich bundesweit dabei begleiten, die entsprechenden Schritte zu gehen, den Businessplan zu erzeugen und dich als Unternehmerpersönlichkeit zu entwickeln. Gerne aber kannst du jetzt Daumen hoch machen zur Bewertung des Videos, unseren Kanal abonnieren und uns gerne weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Weg. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.